Herr Wimmer, der noch Präsident Obama weilt gerade in Berlin. Wahrscheinlich hat er sich diese Abschiedstournee doch etwas lockerer vorgestellt, oder? Ja, wenn man das nach seiner Landung gestern Abend verfolgt, dann gibt es ja ein feststellbares Ergebnis. Frau Merkel und der amerikanische Präsident Obama haben Currywurst gegessen. Dafür braucht man nicht über den Atlantik zu kommen und die hätte man ihm nach Washington schicken können. Vor 8 Jahren kam Obama als frischer Popstar und wurde von Hunderttausenden hier in Berlin gefeiert. Diesmal sieht der Empfang doch etwas trüber aus, oder? Nicht nur vom Wetter her. Ja, das ist deshalb zutreffend, weil er wohl als erster amerikanischer Präsident die Frage aufgeworfen hat, wer in den Vereinigten Staaten wirklich das Sagen hat. Denn wir wissen ja, wenn wir uns an die Zeit von vor 8 Jahren erinnern, dass sein großes Versprechen war, Guantanamo zu schließen. Er hat das als Präsident noch nicht mal fertig gebracht, wobei ich ihm unterstelle, dass er persönlich guten Willen gehabt hat. Aber das macht natürlich deutlich, dass wir es mit einem Land zu tun haben, das jedenfalls in Europa Stirnrunzeln hervorrufen muss und mehr als das. Denn das macht deutlich, dass Kräfte in den Vereinigten Staaten am Ruder sind, die selbst über das, was man Wahlkrieg nennen kann und die Wahl eines neuen Präsidenten eigentlich von ihren Schalthebeln nicht wegkommen und eine Politik betreiben, die für die Welt lebensgefährlich ist. Obama ist ja wirklich, kann man sagen, als Good Guy angetreten. Er hat ja dann auch recht bald Vorschusslorbeeren bekommen, sogar in Form des Friedensnobelpreises. Heißt das letzten Endes, dass ein Individuum, egal wie gut es ist, am System gar nichts ändern kann? Also formt der Präsident wirklich das Amt oder das Amt den Präsidenten? Ja, das sehen wir ja in diesen Tagen nach der möglichen Wahl eines neuen amerikanischen Präsidenten mit dem Namen Trump. Da scheint es ja in Washington, und das wird jetzt sichtbar, so etwas wie ein demokratisch-republikanisches Kriegsestablishment zu geben, das im Augenblick alles daran setzt, dem neuen amerikanischen Präsidenten schon politische Handschellen anzulegen und deutlich zu machen, dass aus seinem Kriegskurs der letzten Jahre, die er unter Obama wirklich ihre Blüten getrieben hat, diese Politik, dass sich daran nichts ändert und dass sie weitermachen können, egal wie der neue amerikanische Präsident zum Beispiel in der Frage der Beziehungen zur Russischen Föderation denkt. Und man muss ja, wenn man den Besuch von Präsident Obama in Berlin sieht, an 2 Dinge erinnern. Das erste ist, es war unter diesem Präsidenten Obama, dass wir, was die Politik gegenüber der Russischen Föderation anbetrifft, wirklich bis an die Türschwelle eines neuen Krieges durch ihn gedrückt worden sind. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Signal mit dem Besuch in Berlin ist für Deutschland schädlich, weil wir noch nie einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin hatten vor Frau Merkel, die so großen Wert darauf gelegt hat, sich mit allen europäischen Nachbarn zu überwerfen. Denn das ist ja das Ergebnis des Migrationsputsches des letzten Jahres. Wir sind auf einmal in Europa isoliert. Und dann kommt ein amerikanischer Präsident und fährt nicht nach Brüssel, was angemessen gewesen wäre in Zusammenhang mit der europäischen, westeuropäischen Entwicklung, sondern kommt nach Berlin. Damit wird der Finger genau in die Wunde gelegt. Wie erklären Sie sich das? Warum fährt er nach Berlin und nicht nach Brüssel? Ja, weil man deutlich machen will, dass die europäische Entwicklung, die man ja angeblich immer so beschwört und als positiv sieht, dass sie für die Belange der Vereinigten Staaten nachteilig ist. Man spielt lieber einen europäischen Staat gegen den anderen gegeneinander aus, als mit der Europäischen Union, die ja mit ihrem Sitz nun mal in Brüssel ist, als mit der Europäischen Union gemeinsame Sache zu machen. Das ist ein politisches Signal, das man nicht unterschätzen darf. Wie ist denn das Verhältnis von Obama und Merkel, wenn er doch gezielt sie besucht? Ja, das scheint ja so zu sein, wie es heute ein amerikanischer Professor mit dem Namen Davis in einer großen süddeutschen Zeitung zum Ausdruck gebracht hat. Dieser Professor Davis ist, wenn das zutrifft, Mitglied des außenpolitischen Beraterteams der Kandidatin Hillary Clinton gewesen. Und er macht in aller Deutlichkeit klar, dass es jetzt darauf ankommt, Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten seitens Deutschlands zu betreiben.
Frau Merkel wird eine Rolle beigemessen, die man ja in den zurückliegenden Tagen in großen amerikanischen Zeitungen lesen konnte. Die letzte Widerstandskämpferin gegen den neu gewählten amerikanischen Präsidenten Trump. Und dieser Professor Davis hat das in aller Offenheit heute in dieser Zeitung zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, man muss jetzt mit den Kräften in Washington zusammenarbeiten als Bundesregierung und als Bundeskanzlerin, die in den Vereinigten Staaten selber massiv gegen den neu gewählten amerikanischen Präsidenten Trump aufstehen und dagegen ihre Politik artikulieren. Das ist etwas, was die Zusammenarbeit zwischen Staaten nach den klassischen Vorstellungen, die man von der internationalen Diplomatie hat, völlig auf den Kopf stellen. Und das macht natürlich deutlich, dass wir es mit einer Art von internationaler Gangpolitik zu tun haben, die seitens der Demokraten und dieses demokratisch-republikanischen Kriegsestablishments in Washington betrieben wird. Da kommt also eine Rolle auf Frau Merkel zu und sie gibt ja auch jede Nahrung, wenn man die Erklärungen vor einer Woche in Zusammenhang mit dem neu gewählten amerikanischen Präsidenten Trump sieht. Sie gibt dieser Überlegung jede Nahrung, die nur möglich ist und da kommt was auf uns zu, das sich gewaschen haben wird. Was Obama über Donald Trump zu sagen hat, darauf durften allerdings alle gespannt sein, da sich ja bisher niemand in Europas Chefetage wirklich bemüht hat um Kontakt zum künftigen amerikanischen Präsidenten. Ja, ich habe ja in Zusammenhang mit 35, 36 Jahren Betrachtung deutscher Politik und Zusammenwirken mit Bundesregierungen so etwas noch nie erlebt. Wir haben in Zusammenhang mit amerikanischen Wahlkämpfen es immer so gehalten, dass die politischen Parteien und auch die Bundesregierung zu den Wahlkampfteams der Spitzenkandidaten, die sich in den Vereinigten Staaten gegenüberstanden, sofort Beziehungen aufgenommen haben. Das war immer Handwerkszeug und zwar das normale politische Handwerkszeug einer Partei wie der CDU oder der SPD oder der jeweiligen Bundesregierung. Das, was wir jetzt erleben, dass man über den neuen amerikanischen Präsidenten gerade mal weiß, wie sein Name ist, das ist ein solches Versagen, was die Vorgehensweise der Bundesregierung und der politischen Parteien in Deutschland anbetrifft, dass man es wirklich laut sagen muss. So kann man keine Politik betreiben und das macht deutlich, dass wir als Staaten seit der Wiedervereinigung Deutschlands in Europa wirklich degeneriert sind. Anders kann man das gar nicht sagen. Sie erwähnten den Professor aus dem Clinton-Team. Meinen Sie das auch bei diesem Treffen, was ja morgen noch fortgeführt wird mit diversen europäischen Staatsoberhäuptern, quasi ein bisschen ein geheimer transatlantischer Putsch geplant wird? Ja, das ist ja deshalb nicht von der Hand zu weisen, weil man sich ja nur die Erklärungen der unglücklich agierenden Bundesverteidigungsministerin von der Leyen in diesem Zusammenhang ansehen und durchlesen muss. Was ist eigentlich davon zu halten, wenn die Bundesverteidigungsministerin dem neuen amerikanischen Präsidenten Handreichungen über den Atlantik gibt, wie er sich zu verhalten hat? Da kann ich nur sagen, da würde ich, wenn ich in Washington sitzen würde und mir das Gebiet hier in Europa mal ansehe, da würde ich sagen, da wird gegen mich konspiriert und zwar in der übelsten Art und Weise. Und das bekommt ja auch jeden Tag, Sie müssen sich ja nur deutsche Boulevardblätter jeden Tag in diesem Kontext durchlesen. Das bekommt ja noch Nahrung dadurch, dass Herr Soros und seine Freunde kein Hehl daraus machen, dass sie mit einem riesigen Finanzaufwand, der ist ja in Anbetracht der Spekulationsgewinne auch möglich, gegen diesen neu gewählten amerikanischen Präsidenten vorgehen werden. Das ist eine Form von gänghafter Politik, wie wir sie nach 1945 und ich glaube auch vorher auf diesem Globus noch nicht gesehen haben. Und da ist Deutschland mit dieser Bundesregierung offensichtlich ein aktiver Teil, denn die New York Times hat es ja schon zum Ausdruck gebracht. Frau Dr. Merkel ist das Zentrum des Anti-Trump-Widerstandes. Soweit ist es in Deutschland gekommen. Herr Wimmer, letzte Frage. Werden unsere Medien jetzt eigentlich mit Trump auch anti-amerikanisch werden? Das wäre doch mal was Neues. Das ist eine hochinteressante Entwicklung auf diesem Feld, die wir derzeit erleben. Sie sind ja jetzt schon
anti-amerikanisch, weil sie dem amerikanischen Volk nicht das Recht geben, sich einen Präsidenten so zu wählen, wie sie ihn haben wollen. Das mag jetzt ein Wahlkrieg gewesen sein, wie in Europa nicht möglich ist, aber es ist jedenfalls eine Entscheidung in Amerika getroffen und die deutsche Mainstream-Presse lässt diese Entscheidung so nicht zu. Das ist in der deutschen Geschichte noch nie vorgekommen.